Im Kantonsspital Graubünden arbeiten rund 2000 Personen in den unterschiedlichsten Funktionen. In der Sendung «Gesundheit auf Visite» stellen wir jeweils eine Berufsgattung vor. Das Mal besucht Stefan Fluri die Augenklinik und begleitet 2 Tage lang Karin Vicelli und Rudi Brüsch. Die beiden zeigen ihm das Geheimnis und den Arbeitsalltag der sogenannten fachangestellten Gesundheit. Grüezi miteinander und herzlich willkommen in der Augenklinik vom Kantonsspital Graubünden, da wo sich alles um die Gesundheit der Augen dreht. Die häufigste Augenkrankheit überhaupt, das ist der graue Star. Über die Hälfte der 60-jährigen Menschen leiden an dieser Trübung der Augen. Die Betroffene sehen alles wie durch einen Nebel, irgendwann verschwimmen die Farben, der Kontrast wird schlechter und irgendwann sieht man gar nichts mehr. Das Einzige, was dann noch hilft, ist eine Operation. Und die wird in der Schweiz pro Jahr über 50'000 Mal durchgeführt und ist damit eine der häufigsten Operationen überhaupt. Wie die Operation funktioniert, sehen Sie etwas später in dieser Sendung. Zuerst gehen wir jetzt aber zu der Fachangestellten Gesundheit, kurz FAGES. Die gibt es fast auf jeder Abteilung im Spital. Die zwei, die ich jetzt aber 2 Tage begleite, die sind hier auf der Augenklinik, sind Rudi Brüsch und Karin Vicelli. Hallo miteinander. Ihr habt auch Kleider von euch bekommen, das ist schon mal tipptopp. Ihr habt aber gehört, ihr seid gar keine richtige FAGES. Ja, das ist so. Wir zwei sind eigentlich Pflegerinnen. Das ist eine Berufsgattung, die es nicht mehr gibt, da wir ja schon ein bisschen im Elternsemester sind. Die FAGE gibt es erst seit 2002. Wir haben im Prinzip das Gleiche, wir machen das Gleiche wie eine FAGE. Wir haben einfach durch unsere langjährige Erfahrung, die wir jetzt haben, haben wir etwas mehr Kompetenzen, die vielleicht der FAGE jetzt noch nicht hat. Apropos Kompetenzen, jetzt haben wir ja die Fachangestellte Gesundheit, dann haben wir diplomierte Pflegefachfrauen. Wo ist der Unterschied und die Kompetenzen, wo liegen die? Diplomierte Pflegefachfrau, die macht im normalen Fall die Matura und geht nachher in eine höhere Fachschule. Und die FAGES, die machen eine Lehre von 3 Jahren. Kompetenzen haben sie natürlich weniger FAGES. Das heisst zum Beispiel, die Pflegefachfrau macht intravenöse Spritzen, was jetzt eine FAGE nicht dürfte. Und im Endeffekt ist eine FAGE der Pflegefachfrau unterstellt, also so wie seine rechte Hand. Die Hierarchie, die man kennt aus dem Spital. Richtig. Du bist angekleidet wie eine Operationsschwester, du gehst auch in den Operationssaal, wir kommen dann später zu dir. Rudi, du bist da draußen. Was sind deine Aufgaben? Ja. Meine Aufgabe ist, Patienten im Empfang zu nehmen und sie einführen, erklären, was gemacht wird, vorbereiten für die Operation. Da gibt es einiges zu tun. Ja. Und wir fangen gerade an, Stefan. Also Stefan, das ist Frau Rustenholzer. Sie kommt zu uns Katarakt operieren. Grauer Star ist das? Ja, genau. Bei Ihnen ist alles milchig jetzt. Grauer Star ist ja milchig, wenn man... ja, gleich verschwommen. Gleich verschwommen, ja. Wieso operieren Sie es? Operieren? Also stört es zu fest? Oder nein, ich komme nicht bei der Autoprüfung durch. Aha, Sie wollen weiter Auto fahren? Ja, ich will weiter Auto fahren. Gut. Also, als Erstes tun wir die Patientin beschriften, damit wir wissen, zu jeder Zeit, wer sie ist. So, Achtung, nicht, dass das Blut abschneidet. Ist so gut? Tipptopp. Für die Augen? Ja, das ist so. Dann könnten Sie mir sagen, welches Auge bei Ihnen heute operiert wird. Das ist mein rechtes Auge. Das rechte Auge. Von mir aus gesehen. Das tun wir markieren. Das rechte Auge. Das darfst du mit dem Punkt. Mit rotem Punkt. Ja. Das rechte Auge. Das wäre das da. Das da. Ja. Unsere Aufgabe da draußen ist, Ihre Pupillen gross machen. Das funktioniert mit Tröpfchen. Die brennen ein bisschen im Moment. Das hört schnell wieder auf. Und in der Zwischenzeit müssen Sie einfach die Augen zuheben. Und die Pupille muss gross sein, damit man operieren kann? Ja, also es ist einfach, je grösser die Pupille, je besser für den Arzt zum Operieren. Die Hände desinfizieren, das richtige Auge, die richtigen Medikamente. Und dann schauen wir das rein. Dann schauen Sie hoch, nicht verschrecken. Das ist ein Löffel. Ja. Sonst hat man doch einfach die Flaschen und leert rein. Es ist aus hygienischen Massnahmen, machen wir das. Wir tun verschiedene Patienten tropfen mit den gleichen Fläschchen. Und das einfach aus hygienischen Gründen tun wir mit. Und jetzt müssen wir eine Weile warten, gell? Ja. Wenn Sie die Augen zuheben, dann wirkt es gut. Jawohl. Und wir kommen in einer Viertelstunde wieder.
Und wenn es ihnen nicht wohl ist oder wenn sie sonst ein Problem haben, rufen sie es einfach. Okay. Wir hören sie. Okay, danke schön. Bis später. Gut, bis später. Jawohl. So, 15 Minuten sind rum. Jetzt müssen wir das zweite Mal tröpfeln, gell? Ja, genau. Frau Rusterholz, sind Sie noch wach? Jawohl. Ist okay, wenn ich tröpfle? Alles prima. Ja. Also, es geht mit rechten Dingen zu und her. Du hast mir das vorher erklären müssen. Ja. Ist nicht so einfach. Jetzt muss ich zuerst meine Hände desinfizieren. Genug, gell? Jetzt brauche ich den hier und den muss ich da unten einklemmen, gell? Ja, also das ist natürlich, wie du willst. Aber du hast mir das genau so gezeigt, dann mache ich es selbstverständlich. So, ich bin ja ein guter Lehrling. Dann brauche ich so ein Stäbchen. Und dann steht da drauf Tropicamid und Cyclogyl. Ja, herrliche genau. Namen. Das genau. Wäre jetzt Tropicamid, das ist das, was wir zuerst müssen. Ja. Jetzt kommt das Komische da drauf. Das ist ja gar kein Löffel. Ist das gut so? Ja, der ist fein. Der ist gut. Der wieder weg. Achtung, Sie werden nicht sterben, ich verspreche es Ihnen. Und. Was meinst du? Tipptopp, merken, spüren Sie es. Jetzt aus dem da, gell? Das ja. Ist Cyclogyl. Das erste Mal bist du eben dran gekommen im Fläschchen, aber dort hat es ja keine Rolle gespielt, weil das Stäbchen super war. Jetzt musst du aufpassen. Jetzt darf ich nicht drankommen. Nein, dann wir kontrollieren. Nicht. Super. Das ist genug, gell? Ja. Uiuiui. Wenn ich es zu fest schüttle, geht es runter. Du machst es gut. So, der zweite, Achtung. Schön aufmachen, aufschauen. Und dann. So, dann hätten wir das mit dem weg. Damit. Stäbchen, schau. Das schmutzige Stäbchen gehört hier da rein. Ah, das sind die schmutzigen. Ja, dann gehört das hier. Und so. Dann müssten wir da das ist abhökeln, bitte. Ja. Erledigt. Jetzt müssen wir wieder 15 Minuten warten. Genau. Was du jetzt könntest, wäre Blutdruck messen. Machen wir doch. Ja. So. Blutdruck, der passt schon mal. Jetzt müssen wir mal schauen, ob die Medikamente wirken. Frau Rusterholz, können Sie mal das Auge aufmachen? Das ist ja recht gross, die das ist Pupille. Perfekt. Gut. Jetzt wird es immer besser. Du, der Name Graue Star. Star, das ist ja ein Vogel. Ein Vogel ist es nicht. Von wo kommt der Name Graue Star? Der Graue Star kommt von früher. Dann konnte man die Leute nicht operieren können mit einem Grauen Star. Und sie haben den starren Blick gekriegt. Weil sie erblindet sind. Ja. Okay. Jetzt hat der Graue Star noch so einen medizinischen Namen, Katarakt, habe ich gelesen. Das ist ein komisches Wort. Von wo kommt das? Katarakt kommt vom Lateinischen und heisst Wasserfall. Das ist wegen der Wahrnehmung der Patienten. Die haben gemeint, sie schauen durch einen Wasserfall. Und in der Antike haben die Patienten gemeint, es fließe etwas hinter dem Auge runter. Ah, hinter dem Auge, wie ein ja, Wasserfall? Genau. Darum Katarakt. Heisst es Katarakt. Okay. Graue Star, habe ich gelesen, kann vor allem im Alter entstehen. Ich glaube, ganz innerhalb von zwei Wochen oder über eine längere Zeit. Ich glaube, Krankheiten sind ein Grund. So Diabetes, ja. Rauchen ist glaube auch nicht so gut, UV-Strahlung. Und sogar ein Blitzeinschlag kann zum Grauen Star führen, habe ich gelesen. Habe ich noch nie gehört, aber sind Sie vom Blitz, sind Sie vom Blitz getroffen worden? Nein, also das ist es nicht. Wie viele Operationen machen Sie pro Jahr? Über 1000. Über 1000? Ja. Aber ihr macht nicht nur das. Nein. Was haben Sie sonst noch im Programm? Da? Wir haben noch Grüner Star, also das Glaukom, der bei uns hier operieren, und Skilups. Das sind dann Kinder ab 6 Jahren, die wir operieren. Also, es sind Kinder, die schielen, die man wieder richten. Ja, genau. Okay. Jetzt wären wir eigentlich parat, oder? Ja. Frau Rusterholz, können Sie mal das Auge öffnen? Das ist riesig. Ist das, ja. Das ist jetzt gut so? Ja, das ist gut. Wie ist jetzt das für Sie? Wie fühlt sich das an? Also es zieht ein bisschen und die Helligkeit merke ich auch. Schön hell alles? Ja, ja, ja. Gut, dann gehen wir in den Operationssaal, oder? Ja. Dann helfen Sie aufstehen. Ich tue den Streu auf. So. Vorsichtig, nicht, dass Sie noch uns zusammenbrechen. Das wäre nicht gut. Gut. Der blaue Strich hier, das ist die Grenze zwischen sterilen Bereich und Eingangsbereich. Und darum findet hier die Übergabe statt von der Patientin. Karin ist dazugekommen.
Jawohl. Du bist im Operationssaal. Ich bin im Operationssaal. Trudi bringt dir einfach Patienten und gibt sie und fertig. So ist es, glaube ich, nicht, oder? Nicht ganz. Nämlich? Wir machen hier eine Übergabe, eine Patientenübergabe mit den Angaben und alles, um zu schauen, ob alles richtig ist, ob ihre Angaben stimmen zu uns im Operationssaal. Mhm. Also siebenfach testen, wir haben ja vorher auch schon gefragt, rechts, rechten Auge, da ist der Punkt, der ist genau. Immer am richtigen Ort, habe ich aufgeklebt. Sehr gut. Und jetzt? Und jetzt tun wir sie noch in die richtige Lagerung bringen. Wir tun sie noch ein bisschen verkabeln, damit man auch ein bisschen ihre Vitalfunktionen können prüfen. Jetzt fangen wir doch einfach gerade an, schaffen, oder? Gut. Frau Rostholz, dann tun wir gerade anfangen. Ich tue sie gerade ein bisschen kippen mit dem ganzen Bett. Jetzt geht es ein bisschen hinten runter. Dann darfst du die Manschette gerade montieren. Einfach den Teil gegen runter. So, gell, das habe ich vorher gelernt. Herr Rostholz, müssen Sie mir den Arm geben. Weiter runter. Gut. Ja. Ich tue so. Ihnen in dieser Zeit die Elektroden noch her. Sie ablegen. Das tun wir alles da unten reinlegen. Alles unten reinlegen. Ja. So. Achtung, Kabel. So. Und dann noch ein letztes. Entschuldigung. Prima. Und das ist für das Herz? Das ist für die Herzüberwachung, genau. Wenn wir für die Herzüberwachung, da tun wir die Sauerstoffsättigung im Blut messen und da tun wir den Blutdruck kontrollieren. Jetzt gibt es noch eine Kappe. Schönes Häubchen anlegen. Sehr gut. Prima. Der Punkt muss schön sichtbar sein. Der muss sichtbar sein, genau. Prima. Und jetzt können wir die Übergabe machen. Ja. Übergabe? Wir gehen von das Oberste nach unten. Also Rusterholz, Brigitte. Du musst fragen. Stimmt das? Jawohl. Jahrgang? Nein. Sagen wir nicht, 20.11. Geburtstag. Jawohl. Gut. Katarakt. Ich tue sie operieren, gell? Jawohl. Allergien? Nein. Nein. Gut. Thrombozytenaggregationshemmer. Sagen Sie nein. 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 Gut. Andere für Opere. Nicht. Gut. Die Pupille ist erweitert. Zeigen Sie schnell das Auge. Die ist sehr gut. Massiv erweitert. Das rechte Auge. Hast du das rechte Auge? Ich habe das rechte Auge. Jetzt ist alles gut. Und alles gut. Ja. Das müsste lange. Das lange. Das ist perfekt. Das, mit dem bin ich schon zufrieden. Frau Lustenholzer, machen Sie sehr gut. Alles Gute. Jetzt im Normalfall würdest du ja mit der Patientin weitergehen. Das übernimmt jetzt in diesem Fall deine Kollegin. Ich bringe sie nur bis in die Vorbereitung. Und wir gehen zusammen einen Kaffee trinken, damit wir ein bisschen mehr erfahren von euch. Karin und Trudi, auch Fahrgäste dürfen die Kaffeepause machen. Ihr seid ja keine richtigen Fahrgäste, wir haben das schon gelernt. Fahrgäste, wenn man das wird, Fachangestellte Gesundheit, das ist eine Lehre. Man braucht also keine Matur. Aber Trudi, was würdest du sagen, was braucht man denn unbedingt, wenn man diesen Beruf erlernen will? Also ich denke, Menschen muss man gerne haben. In jeder Situation, in Krisensituation, ob es traurig oder glücklich, Schmerzen oder keine Schmerzen haben, das muss man können aushalten. Für Karin, was ist so das Schönste an diesem Beruf? Ich denke, spannend, abwechslungsreich. Es gibt immer verschiedene Situationen, es läuft nicht immer alles so nach Schema, sondern dann hat es vielleicht mal auch schönere Momente, weniger schönere. Ja, ich denke schon spannender daran. Die weniger schönen Momente, was würdest du sagen, was ist am schlimmsten oder was gefällt dir am wenigsten am Beruf AG? Ja, wenn vielleicht eben etwas nicht so läuft, wie es sollte. Zum Beispiel? Irgendeine Operation, die Komplikationen macht und so, man weiss dann nicht, ja, kommt es gut, kommt es nicht gut. Dann ist man schon so ein bisschen durch. Trudi, du bist ja nicht im Operationssaal, du bist in der Vorbereitung tätig von diesen Patienten. Was ist da das, was dir am wenigsten gefällt? Ja, das ist noch schwierig. Also, am wenigsten gefällt mir, wenn ich pressieren muss, wenn ich keine Zeit habe. Das mag ich gerne nicht. Also ich habe gerne Zeit für Patienten, dann habe ich auch Zeit für mich, dann kann ich es auch unter den Hut bringen. Wenn ich pressieren muss, geht es mir nicht so gut. Muss man halt auch jemanden. Aber wenn es jetzt chronisch wäre, das ist etwas, das ich nicht verträge. Würde ich auch nicht mitmachen. Bei dir, Karin, du machst ein bisschen mehr. Du bist im Operationssaal tätig, ja. Bei den Augenoperationen. Das ist ja auch nicht ganz ohne. Wieso denn auf der Augenklinik? Hättest du auch irgendwas ausgerechnet? Ja, ich bin eigentlich rein ein bisschen zufällig zu dem gekommen. Man hat mich angefragt, ob ich will, im Augenoperationssaal arbeiten will. Und ich habe zuerst gedacht, ja, als Pflegerin, das ist jetzt etwas ganz Neues für mich. Und gleich habe ich gedacht, wohl, die Herausforderung, die will ich annehmen. Und eigentlich seitdem bin ich immer im Operationssaal geblieben. Jetzt habt ihr ja Leute, die fast blind zum Teil hier reinkommen. Und wenn die rauslaufen, sind sie im besten Fall wieder gesund, also geheilt, die sehen wieder. Wie sind so die Reaktionen der Leute?
Ja, zum Teil sind es so, schon lustige Situationen. Der eine ältere Mann hat dann schon mal gesagt, ja, ist jetzt schon noch schade, weil der einzige Star, den wir in der Familie hatten, ist jetzt auch weg. Oder wenn jemand dann plötzlich erzählt, ja, nach der ersten Operation, am ersten Auge, haben sie mal in den Spiegel geschaut und dachte, ja, also, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viele Falten im Gesicht habe. Weil sie dann wirklich besser sehen, also schärfer sehen. Oder plötzlich sagen sie, ja, also, das sind ja ganz schöne Farben hier rundherum. Und so. Das sind alles Sachen, die sie vorher vielleicht nicht gesehen haben. Und dann bringen sie es dann eben ein bisschen so. Es ist sicher schön, wenn man das so erleben kann. Ja, auf jeden Fall. So, Karin, Patienten wartend, wir gehen in den Operationssaal, oder? Ja, du musst dich nur noch umziehen. So, die Operateure sind fast bereit. Wir wissen, was gemacht wird, nämlich Katarakt operieren. Frau Honecker ist noch nicht ganz bereit. Nein, wir müssen jetzt noch das Auge vorbereiten auf die Operation. Nehmen wir hier ein Tüchlein her. Das Pünktchen nehmen wir drauf. Das ist das, was wir geklebt haben. Genau. Und dann tun wir die Gegenseite zudecken, damit das Auge ein bisschen geschützt ist. Weil wir tun mit einem Abdecktuch abdecken. Und damit denn das nicht in den Weg kommt auf dem Auge. Dann gibt es hier mal ein bisschen Desinfektionsmittel auf die Hand. Das mal gut einreiben, damit wir auch... Frau Honecker hat ja schon viermal Tröpfchen bekommen, dass die Pupille aufgeht. Genau. Und jetzt gibt es andere Tröpfchen. Das sind jetzt andere Tröpfchen. Nämlich das sind, damit die Oberfläche vom Auge unempfindlich wird. Also Schmerzmittel. Damit eigentlich sie keine Schmerzen hat. Ich tue ihr jetzt Tröpfchen rein. Sie dürfen mal ganz gut aufschauen. Mhm. Es kann sein, dass ein bisschen brennt am Anfang. Jetzt kann man sich ins Auge langen und man spürt nichts mehr. Ja, nichts ist jetzt übertrieben. Ein bisschen Druck noch, oder? Ja, das okay. Spürt man. Man spürt Berührungen und alles, aber es sollte nicht mehr wehtun. Jetzt spülen wir das Auge auch noch ein bisschen spülen, desinfizieren im Auge drin, damit wir hier sehr saubere Bedingungen auch haben. Wir tun zuerst hier mit einer Spülflüssigkeit, die extra für die Augen ist, damit es nicht brennt, tun ich spülen. Sie dürfen wieder gut aufschauen. Jetzt wird es ein bisschen kalt und nass. Und jetzt wird es noch ein bisschen desinfiziert. Sie dürfen wieder gut aufschauen. Oh, sehr gut. Jetzt ist da rotes Zeug hineinleeren. Und wieder runterschauen. Sehr gut. Jetzt dürfen Sie das Auge zulassen. Jetzt tun wir das Auge noch rundum tun wir es jetzt noch desinfizieren. Rundum bevor wir nachher abdecken können. Gut. Jetzt tun wir das Auge ein bisschen desinfizieren. Einfach schön zulassen. Machen wir das schön rundum. Rot. Ja, so brünlich. Aber das ja, kommt brünlich. Wieder gut weg. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch die Kabel hier einstecken, gell, wo wir jetzt drauf tun wir noch Kabel her. Müssen wir gut aufpassen. Da. Das ist ein echter Kabelsalat. Die dazugehörigen Kabel. Das sind für die Herzelektroden. Hier haben wir die Blutdruckmanschette. Und so gut letzt haben wir noch für die Sauerstoffsättigung im Blut. Jetzt gut. Tue ich den Kopf noch fixieren. Dr. Spina tut das kontrollieren. Also er tut jetzt ausrichten den Kopf, genau. Dass es für ihn gut ist für die Operation. Jawohl. Ich tue jetzt den Kopf ein bisschen fixieren. Mhm. Mit Malerklettband. Genau. Das hebt. Ist das das Beste, was es auf dem Markt gibt? Es verrutscht nicht. Herr Spina, sind Sie zufrieden? Ja. Perfekt. Sehr gut. Und jetzt sind wir bereit zum Operieren. Hey, Timeout. Checkliste. Und das ist jetzt die Linse, die man nimmt? Jawohl. Die muss der Herr Spina auch noch überprüfen? Jawohl, das müssen Sie überprüfen. Es muss mit der Liste. Ist gut. Stimmt. Muss ich für ihn arbeiten. Dann machen wir okay. Jetzt Timeout. Das heisst, das könntest du jetzt gerade ablesen. Hier ist das Timeout. Das kannst ich muss einfach alles ablesen. Einfach das, was da ist, das ablesen. Dr. Spina gibt dir Antwort. So, dann. Patientenindikation. Frau Honegger, Erna. Jawohl. Stimmt, ja. Richtige Linse, entsprechend Formular vorhanden. Ja, die haben vorhanden. Wir geprüft. Eingriff und Seite. Kataraktoperation rechts. Richtig. Allergien? Nicht bekannt. Material vorhanden. Magdalena. Magdalena ist das Material. Sie ist Material. Verantwortlich. Denn Besonderes? Nein. Nichts Besonderes. Alle mit Vorgehen einverstanden, Hand heben. Ja. Ja, also nur einer, der sagt, ja, gut. Okay. In dem Fall kann man loslegen. Jawohl. Ich habe die Bindehaut aufgemacht. Tut das weh, Frau Honecker? Tut das weh? Weh? Mhm. Nein. Ist gut. Das ist eine zweistufige Schnitt.
Erste Stufe war senkrecht, zweite Stufe ist waagerecht. Und dann wird das Auge definitiv aufgemacht mit diesem speziellen Messer. Jetzt wird die Linse eröffnet, die sogenannte Capsulorexis. Die vordere Kapsel wird eröffnet, damit ich den Zugang zur Linseinhalt haben kann. Der Linseinhalt wird vom Linsesack ausgelöst, damit ich den Kapselsack nicht berühren will. Jetzt mit dem Fakoemulsifikationsgerät werde ich die Linse zertrümmern und zugleich absaugen. Tut es weh? Mhm. Wasser tief machen, bitte. Jetzt werde ich die Linse falten, nachdem ich diese Injektor schließe. Dann gehe ich ins Auge drin und die Linse kommt gefaltet ins Auge und entfaltet sie sich dann automatisch. Sehen Sie? Jetzt muss ich aber die Linse noch positionieren. Mit dem Zentrum ist schon positioniert. Und jetzt wird die Bindehaut geschweißt. Können Sie ein wenig ufe schauen, Frau Honegger? So. Und so ist die Operation fertig. Es ist alles sehr gut gegangen, Frau Necker. So? Ja. Da kann man sagen, Operation gelungen, Patient gestorben. Nein, Frau Honegger geht es natürlich gut. Und es war unproblematisch, Karin, gell, die Operation? Ja, die Operation ist etwa 20 Minuten gegangen, wie normal, ohne Zwischenfälle, nichts. Also, wie also, es gehört. Wie es gehört. Frau Honegger war etwa 2 Stunden da. Trudi, jetzt, wie geht es weiter mit der Frau Honegger? Also, Frau Honegger wird morgen zur Nachkontrolle gehen, zu ihrem Augenarzt, wird das in 6 Wochen wieder machen. Sie hat ein Verhaltensformular mit heimgekriegt, wo drauf steht, was sie darf und was nicht. Mitunter darf sie nicht schwer lupfen, sie darf nicht reiben in den Augen. Und wie das aussieht, wird das gut kommen. Gut. Also ich finde es sehr eindrücklich. Auge aufschneiden, neue Linse rein und alles ist wieder gut. Danke vielmals, Karin und Trudi, dass ich bei euch dabei sein durfte. Ich habe den Durchblick jetzt. Sie hoffentlich auch. Bleiben Sie gesund. Ade miteinander.